Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir von den Marktradikalen wieder und wir haben uns als Thema heute ausgesucht private Schiedsgerichte. In der libertären Szene sind diese durchaus sehr beliebt, aber es herrscht nicht wie sagt man, Konsens unbedingt, wie weit diese nützlich sind, in welchem Rahmen. Und dazu habe ich mir hier eingeladen den Max Remke von Liberty Rising. Hallo Max. Hallo Manuel, schön, dass ich da sein darf. Ja, und zwar, bevor wir ins Thema einsteigen, macht es vielleicht Sinn, dass du dich kurz vorstellst. Du hast ja bei Liberty Rising, habt ihr, glaube ich, sogar in nächster Zeit ein Event geplant. Kann das sein? Ja, genau. Welche elegante Überleitung zum Werbeblock. Und zwar, genau, ich bin von Liberty Rising. Wir sind eine Jugendorganisation für Kapitalismus und Freiheit, für Laissez-faire-Kapitalismus und was vielleicht in der Diskussion auch noch relevant wird, wir sind primär eine minimalstaatliche Organisation, deshalb wird es vielleicht gleich einige Diskussionen geben. Was allerdings weder auf Minimalstaat noch Anarchokapitalismus festgelegt ist, ist das größte freiheitliche Sommercamp Deutschlands, das Liberty Sunrise, was wir dieses Jahr zum zweiten Mal veranstalten. Ganz gleich, ob es darum geht, im eiskalten Pool abzukühlen und einfach nur Freunde oder andere Libertäre mal zu treffen und kennenzulernen, oder aber darum, sich weiterzubilden. Wir haben relativ viel Programm. Wir haben Workshops noch und nöcher in Massen. Auch thematisch, es geht um persönliche Weiterentwicklung, darum, besser zu werden in seinem privaten Leben, aber eben auch um für die, die es wollen, sozusagen abstrakte, zum Beispiel libertäre Theorie. Wir haben wieder unser Tuning mit dem Gätzen-Car. Wir haben eine Menge Gäste dabei für die vielleicht liberal-konservativer Eingestellten, die hier vielleicht auch zuhören, zum Beispiel Markus Krall oder Gerd Habermann. Wir haben für die Anarchokapitalisten sicher reizvoll Stefan Blankertz, André Lichtschlag von der Eigentümlich Frei und Alex Anarcho. Oder für die Ayn Rand-Fans zum Beispiel Philipp Dammer, den deutschen Ayn Rand-Übersetzer, den hier so ziemlich jeder kennen dürfe. Kurzum, das Programm ist tatsächlich gewaltig. Es ist noch viel größer als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es schon super. Ihr werdet voll verpflegt. Die Preise sind dumpingmäßig niedrig. Gerade wenn ihr sagt, okay, ich mache Work and Camp, könnt ihr tatsächlich für ein Apfel und ein Ei auf dieses Camp fahren. Wir hoffen auch, dass die Inflation nicht zu stark wird, dass es nicht sozusagen unsere komplette, sagen wir mal, Gewinnmarge wieder wegfrisst. Besteht so ein Restrisiko im Moment, wie sich das entwickelt? Und ja, es liegt zentral mitten in Deutschland, im Sauerland, in Bleiwösche, sonnige, nette Ecke. Wir haben auch ein Gelände, da haben wir unsere Ruhe. Also das sollte eigentlich sehr, sehr, sehr geil werden. Mindestens so geil wie letztes Jahr. Ich denke aber, weil wir noch coolere Gäste haben, noch mehr Programm, noch mehr Routine. Und diesmal zum Beispiel auch einen professionellen Koch sozusagen am Start und nicht nur einer, der es sozusagen hilfsweise ehrenamtlich macht und sich da voll verausgabt. Letztes Jahr wird das sehr, sehr sexy und ich würde mich natürlich freuen, euch da auch mal in Natura zu treffen. Genau, also alle Infos nochmal auf libertysunrise.de. Das ist im August, 9. bis 14. Und das ist in Bleiwäsche in NRW. Ich freue mich, da einige von euch zu sehen. Damit kommen wir dann langsam über zum Thema. So, private Schiedsgerichte. Also abstrakter betrachtet geht es ja um die Lösung von Konflikte. Und Konflikte, die gibt es in der Natur. Ja, der Löwe und irgendeine Gazelle, die sind nicht unbedingt an der Konfliktvermeidung interessiert. Gut, die Gazelle schon, aber den Löwen, den interessiert das nicht unbedingt. Aber wir Menschen sind ja so vermeintlich ein bisschen vernunftbegabt und sehen, dass wir zum Beispiel Aufnahmen mit Computergeräten machen können und das ist im Rahmen unserer Ziele. Und dazu ist es notwendig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Kooperation machen können, ohne uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen. So, die bei den Randianern, bei den Objektivisten, spricht man vom rationalen Egoismus. Ja, also das rationale langfristige Eigeninteresse, im Englischen rational long-term self-interest. Und das bedeutet, im kurzfristigen mag es sein, dass ich davon einen Gewinn mir erhoffe, wenn ich irgendwie jemand betrüge, aber langfristig betrachtet gibt es ja so ein Wechselspiel von Akteuren, die dem sich dessen bewusst sind und sich überlegen, ja, okay, wie können wir verhindern, dass jemand mit derartig kurzfristiger Denkmuster da vielleicht doch überzeugt werden kann, doch irgendwie sich vernünftig zu verhalten, sodass die Kooperation möglich ist. Jetzt ist es so, man kann sich im Vorhinein Gedanken darüber machen, wie man diese Konflikte vermeidet.
Und zwar, indem man Verfahren etabliert, die überhaupt gar nicht erst diese Konflikte entstehen lassen. Ein bewährtes Beispiel, wie man das machen kann, sieht man beim Kuchenteilen. Man überlegt sich eine Regel, wie zum Beispiel einer schneidet den Kuchen und alle anderen wählen als Erste ihr liebstes Stück. Derjenige, der schneidet, der bekommt das letzte Stück. Und aus der Spieletheorie sehen wir, dass wenn man ja mehr Kuchen haben will, tendenziell, man sieht, dass man mit diesen Regeln für sich als derjenige, der schneidet, am meisten bekommt, wenn man fair schneidet. Ja, das heißt, man ist dazu geneigt, eben das fair zu machen und man muss nicht und alle und Konflikte werden von vornherein vermieden. Voraussetzung dafür ist tatsächlich sowas, dass über längerfristigen Zeitraum die Kooperation stattfindet. Ja, also wenn das einmalige Sache ist, dann ist es nicht unbedingt gesagt, dass man fair spielen will. Dann ist es, macht man vielleicht was anderes. Aber wenn man langfristige Kooperation machen will, dann lohnt es sich nach diesem Schema, sich irgendwas zu überlegen. Und das kann man auch natürlich verallgemeinern auf weitere Kooperations, also wenn man jetzt irgendwie was anderes als Kuchen teilen will, man will irgendwie kooperieren, irgendein Projekt aufbauen, irgendein Haus aufbauen, dann überlegt man sich, wie man die Vertragsgestaltung so macht, dass möglichst von vornherein Konflikte vermieden werden, sodass die gegenseitigen Interessen da berücksichtigt werden und nicht von vornherein Konflikte vorprogrammiert sind. Dann, ja, weiß nicht, Max, hast du noch irgendwelche Kommentare dazu? Ich glaube, zu dem Punkt bisher nicht. Meinetwegen können wir direkt mal weitergehen, noch zu dem zweiten, der zweiten Folie, die du vorbereitet hast. Die fand ich nämlich sehr spannend, weil die einem erstmal bewusst macht, wie verbreitet eigentlich diese Idee, Menschen lösen Konflikte privat ohne Staat über ein Schiedsgerichtssystem faktisch in unserem Leben jetzt schon ist und wie selbstverständlich das eigentlich ist in vielen Bereichen. Ja, tatsächlich. Also und vor allen Dingen auch die Dimensionen. Das sind ja manche Schiedssprüche, an die erinnert man sich noch Jahrzehnte später. England versus Deutschland 1966 ist vielleicht noch dem anderen ein Begriff. Ja, also da ist irgendwie ein Tor gefallen, was vielleicht gar kein Tor war, aber nun der Schiedsspruch damals hat es den Engländern zugeschrieben. Nun gut, das ist jetzt Teil der Geschichte. Recht haben versus Recht bekommen, das ist ja zweierlei. Aber man sieht halt die Dynamik da. Man ist ja tatsächlich interessiert daran, dass man Fußball spielt und man überlegt sich die Regeln vorher, wozu auch der Unparteiische gehört. Ja, dass man sich an dem seine Schiedssprüche hält. Ja, also das ist der Unterschied zu dem Ding mit dem Kuchen. Da überlegt man sich einen Prozess von vornherein, wo das gar nicht erst zu Streitigkeiten kommt. Aber hier ist man sich ja bewusst, dass es Streitfälle geben wird. Ja, also ob der Ball über die Linie gefallen ist oder nicht, da weiß man ja, dass da Konflikte und Meinungsunterschiede geben wird. Und dann überlegt man sich, okay, wie können wir dann in dem Fall tatsächlich das übergeordnete Ziel weiterverfolgen, also Fußball zu spielen. Und das Verfahren, was sich da etabliert hat, ist eben der Schiri, der Unparteiische, der sagt, wie das passiert ist. Der mag sich täuschen, das ist so. Aber im Großen und Ganzen kann man seine Ziele verfolgen, eben Fußball zu spielen. Ich glaube, das ist eigentlich eine super Überleitung, um direkt noch mal ein bisschen weiterzugehen und zu gucken, wie sieht denn das nun, wenn man mal genau drüber nachdenkt, auch in der ja großen Wirtschaft aus? Wie funktioniert das da? Weil wir haben Schiedsgericht in den letzten Jahren und das war ja nicht unpopulär oder nicht unkontrovers, genau genommen. Auch sozusagen bei internationalen Freihandelsabkommen und so zunehmend gekriegt und gesehen. Und ich finde, da ist es auch sehr, sehr spannend, wie selbst in diesem Bereich jetzt zunehmend sozusagen Schiedsgerichte aufkommen, um sich zum Beispiel dagegen zu versichern, dass es quasi staatliche Willkür gibt. Das ist dieser sogenannte Investitionsschutz, der gerade von Globalisierungskritikern, von Freihandelskritikern, von Kapitalismuskritikern so ganz massiv unter Beschuss genommen wurde, auch die letzten Jahre. Also da findet man auch relativ eine Menge dazu. Aber das zeigt halt gleichzeitig auch, wie Schiedsgerichte auch nützlich sein können,
um langfristige wirtschaftliche, sagen wir, Stabilität herzustellen und eben, wie es so schön heißt, Investitionen zu schützen. Und zwar nicht zu schützen vor Entwicklung des Marktes, sondern vor willkürlichen Eingriffen des Staates. Genau, erstens die willkürlichen Eingriffe und zweitens einfach, es ist ein Thema von Kosten. Ja, also jemand, der irgendeinen Container über die Weltmeere verschickt, der ist ja daran interessiert, dass es ankommt oder zumindest, wenn es nicht ankommt, dass er das irgendwie den Schaden beglichen bekommt. Ja, also da sind Anreize da und etablierte Verfahren, die entstanden sind aufgrund freiwilliger privater Akteure, die ihre Interessen verfolgen und sich über Risiken bewusst sind und auch über die Kosten bei internationalen Gerichtsprozessen bewusst sind und sich überlegen, okay, gibt es da vielleicht eine kostengünstigere, effizientere Art, eben seine Interessen zu verfolgen. Und das ganz große oder das Thema, wo Schiedsgerichte da reinkommen, sind eben die Versicherungen. Man muss sich ja bewusst sein, dass jedes Mal, wenn man irgendeine Versicherung abschließt, dann geht es ja um einen Versicherungsfall, wo Tatsachen festzustellen sind. Ist das so passiert, wie derjenige, der behauptet, dass es einen Schaden gegeben hat, ist das tatsächlich so passiert? Waren alle Vorkehrungen, die vertraglich festgelegt wurden, wurden die auch tatsächlich getroffen? Da ist eben ein Schiedsgerichtsverfahren ein etablierter Weg, um tatsächlich Recht zu bekommen und effizient tatsächlich die Anreize aufrechtzuerhalten, um eben diesen internationalen Güterverkehr weiter am Laufen zu halten. Ja, das ist die, also das finde ich, diese beiden Beispiele decken ab. Also im Alltäglichen der Fußball, da ist man sich bewusst, okay, da sind auch die Kosten. Man will jetzt nicht unbedingt einen staatlichen Richter unbedingt wegen jedem Fußballspiel auf den Plan rufen und dann, wenn eben mehrere staatliche Souveränitäten auf dem Plan stehen würden, dann sind die Kosten auch ein Faktor. Dann überlegt man sich im Privaten, wie kriegt man das dann hin? Und es haben sich Lösungen ergeben. Ja, man muss nicht immer den Staat auf den Plan rufen. Gerade wenn es um So. die Kosten geht, muss ich da übrigens kleine Anekdote daran denken. Noch während meines Studiums kannte ich eine ganze Reihe von Juristen und die meinten unter anderem zu mir, eigentlich auch so im Zivilrecht, also sozusagen normaler Bürger gegen normaler Bürger rund um sozusagen wirtschaftliche Fragen. Ne? So, deine Esche hängt auf meinem Grundstück, du schuldest mir noch 500 Euro und so weiter. Meinte er, eigentlich rein, wenn man es hochrechnet von Prozessrisiken, Kosten, Zeitaufwand, lohnt sich in Deutschland überhaupt erst ein Gerichtsverfahren, selbst ein einfaches Gerichtsverfahren, wenn der Streitwert mehrere tausend Euro beträgt? Vorher sozusagen seine Kernthese, eigentlich, wenn man es ausrechnet, macht es quasi überhaupt gar keinen Sinn, den Rechtsweg zu bestreiten. Oder sollte man auf jeden Fall versuchen, das zu vermeiden? Das geht natürlich nicht immer, aber das war sozusagen seine Einschätzung, einfach um zu zeigen, wie teuer im Verhältnis dann trotz allem mit Anwälten und so weiter so ein zivilrechtliches Verfahren auch ist. Was natürlich auch verständlich macht, dass man an so vielen Stellen in unserer Gesellschaft gesagt hat, okay, das muss jetzt nicht über den Staat gehen quasi oder eine höhere Instanz. Dafür haben wir jetzt einen Schiri, der steht da in der Mitte und dann reicht das, ne? Und da sehe ich also zum Beispiel einen der großen Vorteile von Schiedsgerichten, gerade in so zivilrechtlichen, also Streitfällen, wo es umgeht, wirklich Bürger gegen Bürger und Eigentumsfragen, wer hat Schuld, muss Schadensersatz bestehen, dass da nicht nur eine Menge Kosten gespart werden können, sondern es natürlich auch sehr viel schneller gehen kann. Also wir haben in Deutschland real das Problem, dass wir jedes Jahr tausende Firmen haben, die quasi pleite gehen, weil einfach die Gerichte zu lahm sind, um ihnen sozusagen die Ausstände per Gerichtsentscheid wieder sozusagen zuzusprechen. Das muss man halt auch sehen. Das ist ein großer Nachteil, wenn man halt so ein staatliches System hat, was gerade in der Hinsicht relativ wenig, nicht nur wenig, sondern doch wenig Konkurrenz hat im eigentlichen Sinne und was natürlich auch wenig Anreiz hat, dann sozusagen schnelle, effiziente Verfahren aufzuführen. Und vielleicht auch schlecht finanziert ist, weil das Geld halt doch, sagen wir mal, für den Wählerstimmfang attraktiver angelegt ist, wenn die SPD jetzt die 300. Sonderrente für, ich weiß nicht, behinderte Mütter, die noch Trümmerfrauen kannten, einführt. Genau. Ich denke mir, jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, wo der Marktradikale und der Minimalstaatler vielleicht auseinandergehen. Der Einwand ist zumindest häufig, nun gut, es mag ja so sein, dass private Schiedsgerichte für sinnvoll sind, für private Streitigkeiten.
Dann ist aber das Berufungsgericht für das Schiedsgericht im Privaten häufig irgendein staatliches Gericht. Also als im Hintergrund steht, zumindest in der aktuellen Situation, dann das staatliche Gericht, was standardmäßig sich durchaus an Urteile von dem Schiedsgericht richtet. Ja, das ist auch etabliertes Verfahren, dass man sich da, dass das nicht ignoriert wird. Man kann zwar berufen, aber dann muss das genauso wie in dem anderen Berufungsverfahren auch begründet sein und dann kann das auch gegebenenfalls die Berufung abgelehnt werden von dem höheren Gericht. Ja, und dann kommen wir langsam zu diesem zu diesem vielleicht Streitthema zwischen Minimalstaatlern und den Marktradikalen oder Anarchisten. Ich wollte gerade sagen, ich würde es ja jetzt, weil ich glaube, marktradikal mit Laissez-faire-Kapitalismus, das sind wir hier alle. Aber ich glaube, es ist halt die Frage, Minarchie oder Anarchie. Ich wollte Genau. übrigens noch auf etwas anderes hinweisen. Tatsächlich muss es ja sogar nicht mal nur ein staatliches Gericht sein, sondern es kann auch eine Art superstaatliches, überstaatliches Gericht sein. Ich bin der Meinung, dass wir Libertäre ganz gleich sozusagen oder Kapitalisten gleich ganz welcher Schule sind im Normalfall sehr EU-kritisch. Zu Recht, wenn man sich anguckt, was da gerade passiert. Aber tatsächlich zum Beispiel so Institutionen wie der EuGH oder der EGMR, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte durch die Europäische Menschenrechtscharta, können auch interessante Modelle sein. Nicht nur in diesem zivilen Streit, A und B streiten sich über Eigentum oder Vertragsfragen, sondern auch Bürger und Staat streiten sich über ihre Rechte. Ich würde sagen, dass auch das ein durchaus ein interessanter quasi Weg ist, dafür für den Bürger im Konflikt mit dem Staat eine zusätzliche Instanz zu schaffen. Auch wenn man natürlich jetzt zu Recht sagen muss, aus einer irgendwie gearteten, radikal kapitalistischen, freiheitlichen Perspektive sind die Rechtsakte, auf die die sich gründen, weil die so viele, sagen wir mal, positive Anspruchsrechte haben, keine besonders, sagen wir, Gerichte, die nicht zu unserem Vorteil unbedingt gebaut sind. Aber vom Prinzip her wollte ich nur ergänzen, es muss sogar nicht mal nur was klassisch staatliches sein, es könnte zum Beispiel auch so eine Art überstaatliche Instanz sein, wie wir sie halt in der EU kennen. Genau, und da kommen wir zu diesem Thema Strafrecht versus Vertragsrecht. Also in allem, was ich bisher bei privaten Schiedsgerichten als Maßstab gesetzt hatte, war eben der freiwillige Kooperation beruht auf einem Vertrag. Das ist also eine Willensübereinkunft. Ich will das, du willst das, wir kommen zu einer Einigung und wir schreiben das nieder und tragen das im Falle eines Problems irgendein Gericht vor, also worauf wir uns geeinigt haben. Während hingegen das, was du jetzt gerade eben geschildert hast, im Üblichen nicht unbedingt das Vertragsrecht betrifft, ist das richtig? Ja, genau. Also das geht zum Teil im Verhältnis Bürger gegen Staat, ne, öffentliches Recht. Und ist natürlich ein großes Problem bei Strafrecht, weil im Normalfall wird die Person, die in irgendeiner Wohnung wohnt und die Person, die einbricht, die werden vorher nicht einen Vertrag schließen, welches Gericht sie im Konfliktfall jetzt anrufen. Oder was es ja auch tatsächlich gibt, in den letzten Jahren auch zunehmend gibt, zum Thema auch nur am Rande friedliche Konfliktlösung, Mediationsstelle sie anrufen. Das wird es wohl kaum geben, sondern da haben wir halt eine Situation, wo erstmal die Parteien auf jeden Fall keine freiwillige Vereinbarung haben. Das kommt gerade dann, wie gesagt, wenn es kein freiwilliger Akt ist. Ich steige in deine Wohnung ein, ich vergewaltige deine Frau. Sowas. Genau. Ne? Oder also diese sozusagen kriminellen aggressiven Akte, die nicht durchs Nicht-Aggressionsprinzip gedeckt sind. Gerade in diesem Bereich wird es dann aus meiner Sicht und auch aus der Sicht ja von vielen Theoretikern, das ist ja sozusagen der große Hardcore-Kapitalisten mit minimalem Staat und komplett Anarchisten, einer der ganz großen Streitpunkte, funktioniert da ein rein privates System. Und ich gehöre halt zur Fraktion, wie interessanterweise zum Beispiel auch Mises oder Rand, die sagen, ja, es braucht noch ein Rest sozusagen von Staatlichkeit, einfach weil dieses Ober, weil sobald du Instanzenzug hast, ein oberstes Gericht hast, kommst du eigentlich nicht umhin, eine Instanz zu haben, die das irgendwie durchsetzen kann. Weil wenn du dein Recht nicht durchsetzen kannst, dann hilft dir der beste Schiedsspruch nicht. Und wenn es für dich okay ist, ich weiß nicht, ob ich gleich so weit springen will, kann ich auch gleich auf das Gegenargument einbringen oder vielleicht möchtest du es ja sogar bringen, erstmal was zum Beispiel, ja, jetzt Leute wie David Friedman oder so dazu sagen. Zu Ich diesem. kann das einbringen. Also jetzt, du hast einen Rest an Staatlichkeit gesagt. Also nur damit vielleicht der eine oder andere, also wie weit dieser Rest tatsächlich, also minimal, minimal, das ist ja
Das ist so die Frage, wie weit man diesen Rest klein kriegt und ob man diesen auch klein halten kann. Aber das können vielleicht noch dazu kommen. Aber so grob wer das noch nicht gehört hat, das Privatrechtsgesellschaft, also das ist eben das Modell, das anarchische Modell, wo man eben auf freiwillig vereinbarten Verträgen eine Gesellschaftsordnung auf das private Recht aufbaut. Und da ist tendenziell, oder da kann man in die Glaskugel schauen. Es gibt dann private Sicherheitsfirmen und Versicherungen oder Solidargemeinschaften irgendeiner Art, die dann miteinander gegenseitig Verträge abschließen. Ja, man ist irgendwo versichert und die Versicherung sagt man, sie wird Schadensersatz leisten für den Fall, dass man beraubt wird oder irgendeine andere Art Verletzung auftritt. Und die hat dann dementsprechend den Anreiz, dass dieser Schadensfall überhaupt gar nicht erst eintritt. Sprich, sie wird entsprechend Vorkehrungen treffen oder vielleicht dir eine Vergünstigung anbieten, wenn du selbst in der Lage bist, dich zu einem gewissen Grad zu verteidigen. Und nach außen hin wird sie vielleicht eine andere private Sicherheitsfirma beauftragen, entsprechend, dass die Verteidigung nach außen gewährleistet ist und es wird dann eine Vertretung oder eine Repräsentation nach außen hin geben, gegenüber andere ähnlich geartete Organisationen geben, damit entsprechend nicht unbedingt Krieg ausbricht, sondern dass man da möglichst friedlich miteinander, nebeneinander, wie es auch immer im Einzelfall sein mag, zu leben kann und nicht den Krieg gegeneinander führt. Und das Gegenmodell ist wie von dir skizziert, okay, ist eine Mutmaßung, dass es da gewisse Tendenzen gibt, die diese Sache, die ich eben skizziert habe, vielleicht schon unmöglich machen. Ja, wenn ich das ergänzen darf, also nicht nur Tendenzen, es sind, glaube ich, vor allen Dingen zwei Einwände. Der eine Einwand ist, in einer Privatrechtsgesellschaft kauft man ja Dienstleistungen, damit auch Sicherheit, Versicherungen, Schutzdienste und so weiter privat. Oder aber man muss sich selber mit dem Sturmgewehr auf der eigenen sozusagen Veranda verteidigen. Und das halte ich für ein sehr, sehr schlechtes Modell. Zum einen natürlich, weil das bedeutet, dass wenn du wieder das Sturmgewehr hast, und nicht das Geld, dir eine Versicherung zu leisten, in diesem Modell faktisch rechtlos bist. Halte ich für ein riesiges Problem in der Anarchie. Ich glaube, das ist auch der zentrale Grund, warum sehr, sehr liberale Autoren durch die Bank weg sehr kritisch sind gegenüber der Anarchie, weil du zu einem Punkt kommst, wo du faktisch kein Recht mehr hast, weil es nie keine Instanz gibt, die sozusagen irgendeine Art von deinem Recht privat gegen deine Mitmenschen in deiner näheren Umgebung schützt oder absichert. Ich weiß, dass jetzt Anarchokapitalisten zum Beispiel sagen, irgendwie die anderen helfen dann aus Zivilcourage. Wenn wir historisch uns das aber angucken, wie es um die Zivilcourage steht, siehe Leute, die zusammengeschlagen werden in der U-Bahn, oder aber zum Beispiel, wenn wir gucken ins Dritte Reich und sozusagen, wie wenig Gerechte unter den Völkern es gibt, die sozusagen beim Holocaust aktiv geholfen haben, relativ auf die Gesamtgesellschaft, bin ich da nicht so optimistisch. Und das ist halt ein Problem, wenn man sagt, meine Ordnung basiert auf Naturrecht. Das ist schön. Aber das interessiert jetzt erstmal keine Sau, ob du irgendwie ans Naturrecht glaubst. Die anderen glauben offensichtlich nicht ans Naturrecht, sonst hätten wir ja schon die Anarchie und würden uns allen in den Armen liegen. Also das ist die eine Argumentation. Die zweite Argumentation ist halt, es gibt einen Anarchokapitalismus und dieses Modell ist so schlecht nicht entwickelt. Also ich kann ja tatsächlich, der ist jetzt Anarchist und vertritt die Gegenposition, aber es ist mal eine interessante Lektüre, den David Friedman durchaus empfehlen. Der spielt das so ein bisschen durch, dieses System. Aber aus meiner Sicht sind da halt mehrere Denkfehler drin. Zum Beispiel schreibt er explizit, ich übersetze jetzt mal sozusagen seinen englischen Text. Ich glaube, das gibt's das Buch Machinery of Freedom auf Deutsch. Ich glaube, das gibt's gar nicht auf Deutsch, oder? Ich glaube nicht. Gibt immer diese englische PDF. Egal. Und zwar sagt er zum Beispiel, dass dann die Konflikte gelöst werden durch Schiedsverfahren zwischen verschiedenen Sicherheitsanbietern. Und er sagt, dass das ganz oft passiert, weil diese Unternehmen mehr interessiert daran wären, Geld zu sparen, als ihr Gesicht zu wahren, als der Staat. Und das zum Beispiel halte ich für einen großen Fehler. Denn als normaler Bürger bezahlst du ja ein Sicherheitsunternehmen oder auch eine Versicherung nicht dafür, dass abstrakte Gerechtigkeit Folge geleistet wird, sondern du bezahlst die dafür, dass du gefälligst Recht bekommst. Das ist die Dienstleistung, die du kaufst. Du bezahlst ja auch nicht bei Gericht einen Anwalt dafür, dass abstrakt der irgendwie Gerechtigkeit Genüge getan wird, sondern damit du Recht bekommst, damit der dein Recht durchsetzt für dich. Das, was du dafür hältst im Zweifel. Und deshalb ist der Sicherheitsdienstleister, die Versicherung besonders im Vorteil, die mit absoluter Härte, mit absoluter Skrupellosigkeit
zur Not mit der Bereitschaft zur Gewalt die Rechte ihrer Klienten quasi immer durchsetzt. Das ist der mit Abstand attraktivste Anbieter auf dem Markt. Und deshalb sehe ich sozusagen, also ich bin einfach der Meinung, dass David Friedman so viele gute Gedanken da hat, und er hat eine Menge gute Gedanken, da einfach sehr, sehr falsch liegt, weil er diesen Aspekt sozusagen nicht bedenkt, dass Kunden eben nicht für abstrakt Sicherheit oder so sich einen Rechtsanbieter suchen, sondern dafür Recht zu bekommen. Und ich halte das für einen großen, großen Denkfehler, weil das macht die Sache gleich viel, viel konflikthafter. Dazu mal bei Anarchokapitalisten die Beispielfälle fast immer Fälle sind, mit denen gespielt wird, die eine sehr, sehr klare Beweislage haben. Und klar, wenn der Fall super klar ist und alle sind sich auch noch einig über ein Schiedsgericht und so, ja, natürlich funktioniert das dann gut. Das ist aber eine Situation, die man gerade in der Anarchie nicht unbedingt haben wird. Genau, also gegen den ersten Punkt, dass man sich keine Rechte leisten kann. Also das ist ja relativ analog zu vielen anderen Argumentationen, die jetzt nicht unbedingt von Minimalstaatlern gebracht werden, sondern irgendjemand will die Straßen haben oder will soziale Absicherung haben und dergleichen. Da muss es irgendeine Instanz geben, weil auf dem privaten Markt ist es ja nicht im Interesse irgendeines Einzelnen, da solidarisch beizustehen, unbedingt einem anderen, sondern er verfolgt seine privaten Interessen. Das ist ja analog zu der Argumentation. Und jetzt ist es für mich tatsächlich, also man muss sich ja bewusst sein, okay, bei der staatlichen Alternative, nichts, was der Staat anbietet, tut er aus eigenen Mitteln. Der Staat hat keine eigenen Mittel. Das Einzige, was er hat, das hat er irgendeinem anderen genommen. Und dementsprechend ist alles, was aktuell an Sicherheitsdienstleistungen und Gerichtsbarkeit geleistet wird vom Staat, komplett finanziert aus privaten Mitteln. Also ist die These, dass das kann ja nur dann die These sein, dass in privaten nicht koordiniert werden kann. Kann ja nicht die These sein, dass die Mittel nicht dazu da sind, um das zu machen, sondern es ist ein reines Koordinationsproblem. Private Menschen auf sich gestellt in Verfolgung ihrer eigenen Interessen, wozu auch Sicherheit gehört, das muss die These sein, sind nicht in der Lage, ihre gegenseitigen Interessen zu verfolgen, ja, sondern sie in irgendein Problem ausgesetzt, das das unmöglich macht. Also das muss, glaube ich, die These sein. Und das halte ich für ein Gerücht. Also der zentrale Mechanismus, womit man das in der PRG, in der Privatrechtsgesellschaft machen kann, ist eben dieses Versicherungsunternehmen und dann auch der Ruf. Na, also ich bin bereit, weil ich doch eben, also es gibt Leute, die heute Versicherungen privat abschließen. Das ist aus ihrem eigenen Interesse. Das ist ja, glaube ich, unzweifelhaft. Nun, und dementsprechend gibt es diese Versicherungsorganisation, die vorher, wie vorhin geschildert, eben zur Verfolgung auch ihre Interessen eben versucht, Kosten zu minimieren, indem sie Vorkehrungen trifft und Bestandteile des Vertrages hat, die verpflichten der gegenüberliegenden Vertragspartei, dass die eben entsprechend handelt, damit der Versicherungsfall möglichst nicht eintritt. Und dann gibt es noch den zusätzlichen Mechanismus des Rufes oder der Ausgrenzung. Das heißt, ich bin, und das ist auch ein bekanntes Muster, was man heute schon sehen kann, dass nicht unbedingt ein Vertrag mit jeder Partei eingegangen wird, sondern gefordert wird, dass eben diese Partei eine Versicherung hat, weil man sich über die Risiken bewusst sind, die mit der Kooperation verbunden sind, und man eine Rückabsicherung haben will, auch bei der anderen Partei, sodass man nicht ins Leere geht, falls diese gegenüberliegende Partei, mit der man kooperieren will, entweder nicht willens ist oder nicht in der Lage ist, ihren Teil der Kooperation zu leisten. Das heißt, und dieser Mechanismus, das ist die Mutmaßung, wird ausgeweitet auf viele weitere. Das heißt, ich bin bereit, nicht beim kleinen Bäckerkauf mag das sein, dass ich bereit bin, das Risiko auf mich zu nehmen, dass der Bäcker irgendwelche Waren liefert, mir gibt, verkauft, die mir nicht gefallen. Okay, dann habe ich einen Verlust erlitten, aber da fahre ich jetzt nicht unbedingt die großen Geschütze deswegen auf. Aber bei anderen Verträgen würde ich eher erst dann einen Vertrag eingehen, wenn ich sehe, dass da mit einer reputablen Versicherungsgesellschaft eher abgesichert ist und
entsprechend meine Versicherung auch das anerkennt und es ein Schlichtungsverfahren gibt mit übergeordneten Berufungsgerichten, um Streitfälle zwischen den Versicherungsgesellschaften auch zu schlichten. Ja, also alle Parteien verfolgen ihre langfristigen Interessen. Ja, und insofern, so, wenn man im Einzelfall einsieht, ja, beim Fußballspiel, dass dieser Mechanismus funktioniert und wenn man einsieht, dass die Leute nicht im Allgemeinen an Krieg interessiert sind oder an Konflikte, dann ist mir nicht klar, warum dieser Mechanismus auch nicht ausgeweitet werden kann auf andere Bereiche der Kooperation in der zivilen Gesellschaft. Wenn ich kurz darauf antworten kann. Ich versuche es mal kurz zu halten, weil wir haben jetzt schon recht lange Beiträge und ich glaube, es ist vielleicht für den Hörer schon fast schwer zu folgen. Zum einen, mein Fall bezog sich darauf, du bist gearscht, wenn du dir in diesem System keine Versicherung leisten kannst. Das ist einfach so. Wenn du keine Versicherung hast, hast du keinen Schutz in diesem System. Wenn du eine junge und gut aussehende Frau bist, die vielleicht als Unternehmerin sehr motiviert, aber leider gerade komplett weitergegangen ist, und keine Versicherung mehr hast, um dich herum sind, sagen wir, 25, nicht so nette ältere Herren, die deinen Körper begehren, dann bist du schlicht und ergreifend in diesem System gearscht, weil es gibt keine Schutzinstanz und niemand wird dein Recht durchsetzen, wenn du niemanden dafür bezahlen kannst, dich zu versichern. Und das ist ein Problem, das lösen private Versicherungsgesellschaften nicht, weil es ist immer der Grundgedanke, selbst der Schutz von dem, was wir Libertäre durch die Bank weg richtig finden, nämlich Eigentum, damit es für alle geschützt ist, braucht irgendeine übergeordnete Instanz. Sonst hast du einfach kein Eigentum, sondern sonst gilt das Recht des Stärkeren, in dem Fall dessen oder das Recht derer Leute, die sich eine Versicherung leisten können. Der andere Bereich ist, du hattest den Ruf eingebracht. Ne? Also sozusagen, ne? Wer würde denn sozusagen mit einer bösen Sicherheitsagentur arbeiten? So. Das stimmt absolut für das Zivilrecht. Und das ist einer der Gründe, warum ich ein großer Freund von Schiedsgerichten in zivilen Sachen bin. Also ich glaube zum Beispiel, ich als Kunde bei Aldi könnte man problemlos mit einem privaten Schiedsgericht regeln, weil wenn alle wissen, dass Aldi Schiedsgericht entscheidet ausschließlich und immer nur zugunsten von Aldi, würden sie wohl kaum irgendwann nicht mit Aldi handeln, weil es gibt noch Lidl und andere Anbieter. Mhm. Das Problem mit dem Ruf ist aber hier, dass hier eine Verwechslung stattfindet. Und zwar, andere Sicherheitsdienstleister kooperieren bevorzugt mit, sagen wir mal, wir haben Sicherheitsdienstleister A und einen anderen B. Und natürlich kooperieren die bevorzugt miteinander, wenn beide das Bewusstsein haben, der andere hält sich an Verträge. Aber ein Sicherheitsdienstleister kriegt sein Geld und sein Einkommen nicht von also Sicherheitsdienstleister A kriegt sein Einkommen nicht von Sicherheitsdienstleister B, sondern ein Sicherheitsdienstleister kriegt sein Geld oder eine Versicherung auch von den Kunden. Und die Kunden bezahlen das Unternehmen nicht dafür, wie gesagt, dass es ein verlässlicher Partner für alle anderen ist, sondern nur dafür, dass ihre Rechte durchgeboxt werden. Und deshalb hast du als Kunde ein Interesse daran, dass dein Sicherheitsunternehmen das der größte, rücksichtsloseste Arschloch auf dem Platz ist, was mit der äußersten Brutalität und der äußersten Menschenverachtung immer deine Interessen durchsetzt, gegen alle anderen. Das ist quasi das Gleiche, nur deshalb zum Beispiel nimmst du dir auch Anwälte, die den Ruf haben, bösartige Arschloch-Winkeladvokaten zu sein. Und deshalb versuchst du auch den bösartigsten, arschlochartigsten Winkeladvokaten zu kriegen quasi. Weil dein Ziel eben nicht die allgemeine Gerechtigkeit ist, sondern dass du Recht bekommst. Und deshalb ist gerade der Ruf, den die Kunden von einem Sicherheitsunternehmen wollen, nicht, dass er ein netter Partner in Schiedsgerichten ist, der verlässlich ist, sondern dass er ihre Rechte, denn dafür bezahlen sie, unter allen Umständen durchboxt und wenn er dafür quasi die halbe Innenstadt in Schutt und Asche legt. Weil das ist das, was ich haben will. Dafür bezahle ich, dass das genau passiert. Und deshalb bin ich der Meinung, geht dieses Argument des Rufes ins Leere. Wie gesagt, ich sehe es zum Beispiel auch beim Fußball. Beim Fußball haben wir ja ein übergeordnetes Monopol. Wir haben die Fußballverbände. Wenn du dich nicht an das Schiedsurteil hältst im Fußball, wirst du aus der Liga geworfen. Das ist eine Art von Monopolisierung. Hingegen, sagen wir mal, Schiedsgerichte im Fußball funktionieren sehr, sehr viel schlechter, wenn es das nicht gibt, wenn es diese höher geordnete Sanktionsinstanz nicht gibt. Das wissen wir ganz praktisch. Ich vermute, wir haben alle mal irgendwie, als wir mal jung waren, irgendwie auf dem Bolzplatz gestanden oder auf dem Basketballplatz oder Volleyball oder was auch immer, ne? Und mal sozusagen eine Runde gespielt und dann gab es Unklarheit über die Regeln und alle haben sich verzofft, weil es gibt keine übergeordnete Instanz, die sagt, das ist richtig oder falsch. Ich glaube, würde behaupten, ganze Jugendfreundschaften haben maßgeblich Schaden genommen, dadurch, dass man beim Fußballspiel eben keine übergeordnete Instanz hatte. Und deshalb bin ich auch der Meinung, auch dieses Fußballbeispiel ist schlecht, weil auch das klappt eigentlich nur, wenn du eine übergeordnete Instanz hast, an die du appellieren kannst, die die Kraft hat, das durchzusetzen. Deshalb, wie gesagt, deshalb
sehe ich es in allen Bereichen. Und deshalb halte ich auch Schiedsgerichte für eine gute Idee. Das klingt jetzt so, als fände ich sie nicht für eine gute Idee. Ich halte sie nur für den Eigentumsschutz nicht für eine gute Idee, für den Strafrechtsbereich nicht für eine gute Idee. Gerade im zivilen Bereich, wo du ein oberstes Gericht hast, das ist sozusagen wie auch heute bei allen Schiedsgerichten. Also alle Schiedsgerichte, die heute existieren, funktionieren so, dass am Ende Staaten oder staatliche Gewaltmonopolisten die Urteile durchsetzen können im Zweifel. Und das sichert die sozusagen ab. Und ich glaube, solange das gegeben ist, sind Schiedsgerichte eine super Lösung, die uns irre viel Geld sparen können, irre viel Zeit sparen können, die dafür sorgen, dass es viel, viel mehr Konkurrenz da gibt, dass es viel bessere Gerichte gibt, viel unkompliziertere Verfahren und so weiter, die unser aller Leben viel besser machen. Aber halt eben nicht in dem Bereich, sagen wir mal, Strafrecht oder grundlegender Eigentumsschutz, nicht in dem Bereich, wo es auf die harte Unfreiwilligkeit kommt, weil ich glaube, da ist eine Anarchie brutal und einfach nur ein Recht des Stärkeren am Ende des Tages. Egal, ob es die klassische Plünderbande ist, wie im kollektivistischen Kommunismus, die sich zusammenrottet als Arbeiterschaft, oder aber einfach nur der bestbezahlteste Sicherheitsanbieter. So, du hast ein paar Punkte gebracht. Ich referenziere erstmal, du hast behauptet oder gesagt, es gibt Leute, die sich Versicherungen nicht leisten können. Nun ist es ja heute auch schon so, es gibt Leute, die sich manche Sachen nicht leisten können und auch dort gilt das Argument, alles, was diese Person an Leistung bekommt, das ist natürlich von irgendwem anderen subventioniert. Und die These, die du in den Raum stellen musst, ist, dass aus privater Initiative diese Person nicht subventioniert werden würden, hinreichend in einer Privatrechtsordnung. Nun ist es schon so, dass aktuell gewisse Subventionen stattfinden gegenüber armen Menschen aus privaten Mitteln. Insofern kannst du nicht behaupten, dass Privatpersonen überhaupt keine Solidarität, trotz eines existenten Staates, der vorgibt, diese Art von Leistung zu erbringen, gibt es trotzdem diese private Solidarleistung. Und ich behaupte, wenn es eben diesen Staat gibt, der nicht vorgibt, diese Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise an der man seine eigene Verantwortung meint, abgeben zu können, dass dementsprechend in solch einer Situation diese privaten Solidarleistungen sogar ausgedehnt würden. Erstens, weil die Mittel dann dazu vermehrt da wären, weil man ja nicht das weggenommen bekommt. Und zweitens, weil man eben nicht diese Verantwortung abgegeben hat, sondern selbst sich nochmal drum kümmern muss, dass die Solidarleistung erbracht wird. Dann ist so eine Frage des Equilibriums, ob das jetzt in dem Fall hinreichend ist, das wäre eine andere Frage. Da können wir auseinandergeben als Meinungsverschiedenheit, dass du meinst, dass es nicht hinreichend ist. Das würde ich jetzt nicht unbedingt ausweiten wollen, das ist nicht unbedingt Thema. Dann hast du gesagt, ich glaube, du hast eine Verwechslung, glaube ich, hier bei den Fußballbeispielen. Nur weil etwas eine übergeordnete Instanz ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es ein Gewaltmonopol ist. Und die Konsequenz, die da von den Verbänden, auf die du hingewiesen hast, die Konsequenzen, die da gezogen wird, ist eben die Kooperationsverweigerung, beziehungsweise genau das, was ich referenziert habe, nämlich die Ausgrenzung. Ja, also wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann wirst du ausgegrenzt. Das heißt nicht, dass irgendjemand bei dir einmarschiert und dir irgendwelche Regeln aufzwingt. Und genauso, denke ich, ist das auch zumindest als Erste. Also es gibt auch natürlich das Potenzial in Privatrechtsgesellschaft für Krieg, aber zumindest ist die erste Vorstufe davor eben die Kooperationsverweigerung. Nun zu deinem Punkt, die Leute zahlen ja die Sicherheitsorganisation dafür, Recht zu bekommen. Nur weil du etwas haben willst, heißt es ja nicht, dass du es auch tatsächlich bekommst. Ich kann ja alles Mögliche verkaufen wollen und anbieten wollen, das heißt ja nicht unbedingt, dass ich auch leisten kann. Und da kommen wir dann in das nächste Thema rein, nämlich die Frage, wie weit verhalten sich diese Organisationen gegenübereinander, wozu man auch eine Analogie machen kann zu der aktuellen Situation auf der Weltbühne. Dort gibt es ja auch keinen Monopolisten letzter Instanz, sondern es sind eben unterschiedliche Entitäten, Staaten, kleine, große Staaten mit unterschiedlichen Kräften
Und dort ist seit jeher schon über Jahrhunderte hinweg das Thema des Kräftegleichgewichts. Also man muss Verbände versuchen zu machen, ja, also so ist die These, damit eben kein Einzelner das Übergewicht, das die dominante Stellung einnimmt und seinen Willen allen anderen aufzwingen kann. Das ist natürlich ein Risiko, dass das trotzdem passiert, aber alle sind sich über dieses Risiko bewusst. Und ja, es gab natürlich in der Geschichte Imperien und es gab Sachen, wo das auseinandergefallen ist, weil zum Beispiel irgendwer einen Blankoscheck ausgeschrieben hat. Diese Risiken gibt es, es gibt kein Utopia, aber ich behaupte, das Gleiche gilt dann in der PRG. Oder in der Vorstufe, bevor man in eine PRG, wo die nebeneinander Staaten und PRGs gibt, gibt es eben dieses Thema des Kräftegleichgewichts, wo eine PRG dann entsprechend, beziehungsweise die Versicherungsgesellschaften darin Vereinbarungen treffen auf der internationalen Bühne, wo eben sie bereit sind, entweder Zahlungen zu leisten an andere, um einen Verteidigungspakt einzugehen oder eine andere Leistung, zum Beispiel, dass man dann auch im Verteidigungsfall Truppen bereitstellt oder dergleichen. Ja, das ist eine ähnliche Dynamik wie auf der aktuellen Weltbühne. Ich danke dir für die Überleitung. Elegante Überleitung übrigens. Ich wollte sie selber gerade machen, weil ich auch gemerkt habe, wir kommen jetzt genau zu diesem Thema rüber. Ich habe jetzt natürlich eigentlich Lust, noch was zum Fußballbund zu sagen, weil du hast, so wie ich es geschildert habe, recht. Ich möchte nur betonen, auch beim Fußballverbund hast du am Ende die Möglichkeit, sozusagen zu klagen. Also auch der Fußballverbund kann die Teilverbände, die sich zum Beispiel nicht dran halten, verklagen und aus der Liga rausklagen und so. Und der andere Punkt ist, aber das ist jetzt vielleicht unsere Ansichtssache. Ich bin der Meinung, wenn dein Recht auf dein Selbsteigentum, dein Körper oder dein basales Eigentum davon abhängt, dass ein anderer dich subventioniert, also komplett abhängig ist von der Gnadenleistung eines anderen, ist es aus meiner Sicht kein Recht, sondern ist es einfach, dann hast du halt Glück und du hast vielleicht Pech, wenn du sozusagen allgemein ein unbeliebtes, dummes Arschloch bist. Aber ich bin eben dafür, dass auch, und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder einen Anspruch hat auf Selbsteigentum und auf Eigentum. Und zwar ganz egal, ob er ein unsympathisches Arschloch ist, dem niemand helfen will, oder ein sympathischer Typ, dem alle helfen wollen. Aber ich finde die Überleitung hier zu diesem System ganz gut, zu diesem Kräftegleichgewicht. Denn ich würde als erstes Argument bringen, und das ist für mich ein Argument gegen diese ganze Richtung, weil du ja selber sagst, das könnte man damit vergleichen, darauf hinweisen, dass wir, sagen wir, wenn wir jetzt eine Zeit von 250 Jahren oder so betrachten, in Europa von, ich weiß nicht, wie viele es sind, 300, 400, 500 unabhängigen Staaten runtergegangen sind zu einem Dutzend oder so. Wie ist das passiert? Richtig, weil dieses Equilibrium nicht gut funktioniert hat, dieses Kräftegleichgewicht, sondern weil es ununterbrochen Krieg gab. Entweder Krieg, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten oder um es zu brechen. Und dieser Krieg war so intensiv und so zerstörerisch, dass von den hunderten Staaten, wie viel sind es, 95% oder so Minimum, untergegangen, vernichtet wurden. Und zwar eigentlich immer, wie gesagt, kriegerisch durch Gewalt, indem immer neue Wellen von Eroberern und Plünderern rübergezogen sind, bis nur noch wenige sich durchgesetzt haben. Deshalb würde ich sagen, ist gerade dieses historische Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass es eben keine friedliche Lösung, sozusagen, kein friedliches System ist, keinen Monopolisten zu haben, weil was haben wir in Europa? Wir haben ständig und ununterbrochen Krieg. Ja, also es ist nicht zu verneinen, also ja, ich stimme dir zu, aber ich sage, es ist eine Frage der menschlichen Fortentwicklung. Wir haben ja auch gemeint, irgendwann mal in der Vergangenheit, dass Sklaverei in Ordnung ist und es mag sein, dass in bestimmten Situationen Gruppierungen der Meinung sind, dass sie aus einem Krieg sich einen Vorteil verschaffen können. Das heißt, dass sie eben das Kräftegleichgewicht, dass das nicht vorherrscht und dass sie nicht ein Risiko ein zu, oder dass der Nutzen, den sie aus dem Krieg ziehen, entsprechend groß genug ist, um das Risiko einzugehen, was die anderen im Kräftegleichgewicht ihnen gegenüberstellen, also womit die ihnen drohen. Ja, also diese Risiken gibt es, die sind nicht zu verneinen. Aber wir sind uns ja dessen bewusst, das ist ähnlich zu der Vertragsgestaltung eingangs bei dem Kuchenverteilen. Ja, also wir sind ja nicht, Krieg ist ja nichtsdestotrotz nicht irgendeines unserer Ziele. Das ist immer ein Mittel, um irgendein anderes Ziel zu erreichen. Und dementsprechend
stellen sich die Parteien jeweils die Frage, okay, wie können wir möglichst das so gestalten und so verbünden, dass kein Einzelner jemals zu der Überzeugung gelangt, dass der Krieg für ihn einen mehr Nutzen hat als die Kosten, die ihm drohen, wenn er den Krieg vom Zaun bricht. Ja, also das ist, ich will das nicht bestreiten, dass es dieses Risiko gibt, aber es ist eben der Unterschied, ob man dies als unweigerliche Ausgang sieht oder als vielleicht etwas, was einfach eine Zeitweile lang passiert, weil das Risiko, weil der Fall eintritt, geschweige denn, ob man das als Idealzustand einfach hinnimmt und darüber vielleicht einen Weltstaat sogar stülpt und meint, dass man damit irgendeinem Ziel näher kommt. Weil, also diese Konzentrationseffekte, auf die du hingewiesen hast, ich würde die zurückführen darauf, dass eben die Leute nicht ihre eigenen Interesse verstehen, ein bisschen zu kurzfristig denken und irgendwelchen demokratischen, wie sagt man, Missverständnissen verfallen sind, ja, so sich einbilden, sie könnten. Also es ist ja das Ding. Jeder will seinen Willen irgendwo in der Welt verwirklicht sehen und ob da jeder bereit ist, zu einzusehen oder zu der Erkenntnis kommt, dass der Willen der anderen da zu berücksichtigen ist, beziehungsweise dass es im eigenen Interesse ist, diese zu berücksichtigen, weil die anderen können ja auch einen wehtun, wenn man denen irgendwie droht oder Sachen tut, die denen nicht gefallen. Und ja, also oder Sprachkommunikation ist ja auch so ein Thema. Es gibt ja viel, muss ja nicht unbedingt immer um Interessenkonflikte sein, es kann ja auch einfach Fehlkommunikation sein. Ja, oder eben einzelne Interessengruppen, die einen konzentrierten Nutzen daraus ziehen, dass ein Krieg vom Zaun gebrochen wird und die Kosten auf die Allgemeinheit verteilen können. Ja, also das ist eben diese Sache mit den Staaten, dass man da eine Instanz schafft, die lobbyiert werden kann, indem Interessengruppen ihre einzelnen Interessen durchsetzen können. Und ist es vielleicht besser, dass es eben der Vorschlag oder die These für die PRG, dass es, wenn man diese Instanzen nicht ins Leben ruft, also keinen Monopolisten letzte Entscheidungsgewalt, dass man damit besser zurechtkommt, dass man sagt, okay, ich bin bereit, meine Interessen durchzusetzen im Rahmen von Verteidigung. Ich bin bereit, mich zu verteidigen. Ich bin bereit, Mittel bereitzustellen, damit andere an meiner Stelle mich verteidigen können, mein Privateigentum verteidigen können und ja auch quer zu subventionieren, andere Leute zu verteidigen zu einem gewissen Rahmen, wenn die sich das selber nicht leisten können. Das ist, glaube ich, die bessere Alternative und ich glaube, wir kommen da vielleicht noch gleich zu geschichtlichen Beispielen, wo man das vielleicht gesehen hat. Aber soweit erstmal dazu, dass das nicht unbedingt, also ich behalte es für plausibel, dass eine Alternative möglich ist. Ich würde gerne direkt sozusagen die Gegenthese einmal reiten. Ich glaube auch natürlich, dass es menschliche Fortentwicklung gibt, aber es gibt Fortentwicklung der Institutionen. Wenn du sagst, ah, die Menschen kennen nicht ihre wahren Selbstinteressen, denken nicht ökonomisch genug und so, und sie müssten nur alle komplett anders denken, dann würde das funktionieren. Dann hat das für mich mit Verlaub das Geschmäckle von Kommunismus. Wir brauchen nur die neuen Menschen und dann funktioniert unser ausgedachtes System, was es nie auf der Welt gab, ganz, ganz super. Und da würde ich auch sagen, einfach, das Verhältnis zwischen Staaten ist Anarchie. Ich glaube, da sind sich alle einig. Wozu führt dieses Verhältnis? Ununterbrochen und ständig Krieg und Gewalt, dem Recht des Stärkeren. Was ist, wenn das Verhältnis zwischen Privatpersonen Anarchie ist? Wozu führt das? Richtig, ununterbrochen Gewalt und Durchsetzung des Stärkeren. Wozu führt es? Und das können wir viel, viel sehen. Das können wir sehen, wenn wir in den 100-jährigen Krieg von Frankreich gegen England gucken, wo wir so eine Situation haben, bis heute nach Syrien, Afghanistan oder Somalia oder ähnliche Sachen, wo die staatliche Instanz zusammenbricht zwischendurch, ist sie ja mal, oder Libyen, wo wir tatsächlich wirklich keine Zentralgewalt mehr haben. Also in Libyen haben wir eine Zeit lang wirklich keine Zentralgewalt mehr. Das ist einfach so. Was dann passiert? Und was passiert, ist eben nicht, dass die Leute sich irgendwie toll einigen oder so, sondern dass die alle anfangen, so lange Krieg zu führen, bis sich ein neuer Monopolist durchsetzt. Es gibt mir zumindest während der Weltgeschichte keine Phase bekannt, auch keine 5 Jahre am Stück, wo eine Gesellschaft ohne eine Art von Gewaltmonopol oder
Monopolinstanz der Entscheidung sozusagen funktioniert hätte, die nicht eine Art höchste Zwangsgewalt hat. Vielleicht fällt dir irgendwas ein, aber wie gesagt, ich wüsste jetzt gar nichts. Und deshalb glaube ich auch nicht an dieses System. Ich glaube auch nicht daran, an dieses System, wir verbünden uns irgendwie geschickt. Das ist ja was in Europa über Jahrhunderte hinweg in tausend Variationen, Koalitionskrieg oder was auch immer, die ganze Zeit versucht wurde. Das einzige Ergebnis war, es gab trotzdem ständig Krieg, um das Gleichgewicht neu auszutarieren. Und das ganze System ist mehrfach um die Ohren geflogen und alles wurde in Schutt und Asche gelegt. Ganz gleich, ob jetzt im 30-jährigen Krieg, wo in einigen Teilen Deutschlands ein Drittel oder die Hälfte aller Menschen vor endlos Krieg untergegangen und alle elendig gestorben sind, oder im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, die sozusagen absolute Vernichtungskriege waren, gerade im Zweiten Weltkrieg. Und deshalb glaube ich da nicht dran. Der Fortschritt, warum wir in Europa keinen Krieg haben, ist halt leider nur mal, weil wir beschlossen haben, ist auf einer höheren Instanz sozusagen zu regeln. Also eine neue Instanz mit Durchsetzungsbefugnis oben drüber gebaut haben, das ist halt in dem Fall die EU. Das, was ich jetzt sage, ist kein Werbeargument für die EU. Ich bin kein Freund dieser Europäischen Union. Das ist nicht mein Punkt. Aber ich bin ein Freund davon, dass du eine oberste Instanz brauchst. Und dementsprechend würde ich tatsächlich auch sagen, wie zum Beispiel auch Mises oder so, mein Idealmodell ist es tatsächlich, du hast eine super föderale, super dezentrale Welt mit freien Privatstädten. Gibt von euch garantiert ein Video zu, oder? Garantiert mehr als eins, oder? Dann muss ich das nämlich jetzt hier nicht erklären, ne? Nö, musst du nicht. Wir haben, also selbst wenn wir es nicht haben, gibt es genügend andere. Das ist kein Problem. So, du kannst es ja, ich habe es tatsächlich auch beim YouTube auch mal so ein bisschen vorgestellt, das Modell. So ein Modell macht Sinn, aber du kommst nicht ohne diese Letztinstanz aus. Und das auch nicht bei privaten Sicherheitsanbietern und Versicherungsgesellschaften. Denn ein Schiedsgerichtsurteil ist auch nur so viel wert, wie es durchgesetzt werden kann. Und wenn du eine Instanz willst, die tatsächlich dauerhaft Schiedsurteile spricht, dann musst du dieser Instanz immer die Möglichkeit geben, das auch durchzusetzen. Das war übrigens historisch auch immer so. Es hat immer Gründe, dass immer der König der oberste Richter war, weil der immer auch die oberste Exekutive war. Weil du immer so eine Art von Kombination brauchst. Heutzutage ist es ein bisschen institutionell aufgesplittert, aber du brauchst irgendeine Institution, die das Recht im Zweifel gegen die einzelnen Parteien durchsetzt. Sonst, wie gesagt, ist es nicht wirksam. Ja, also du hast recht. Bei Privateigentum muss es eine Bereitschaft geben, von irgendwie geartet das durchzusetzen. Also ich bin bereit, mein Privateigentum zu verteidigen, zumindest solange ich sehe, dass das tatsächlich auch zum Ziel führt. Und ja, ob das jetzt tatsächlich durch eine Letztinstanz stattfinden muss, das ist eine andere Frage. Da können wir auseinandergehen. Aber du hast recht, das muss die Bereitschaft dazu geben. Und das ist ja auch tatsächlich auch in der PRG so, dass in letzter Instanz es da irgendwelche Leute gibt, die zur Waffe greifen, um eben das, was sie als ihr Recht betrachten, auch durchzusetzen. Na, wir gehen auseinander darüber, ob das jetzt da zum Krieg von allen gegen allen führt. Nur zum Vergleich zu den Kommunisten, ich überlasse es dem Zuschauer selber, ob mein Menschenbild derart weltfremd ist, wie das eines immer selbstlos für das Kollektiv handelnden Menschen. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt Vergleich mit dem Menschenbild, was ich skizziert habe, aber das kann sich ja jeder selber seine Gedanken dazu machen. So zum Thema geschichtliche Beispiele. Das ist tatsächlich ein Thema, womit sich die Marktradikalen durchaus beschäftigen. Und zwar gab es durchaus ein paar Beispiele in der Geschichte. Es gab in Irland über viele Jahrhunderte hinweg keine oberste, letzte Instanz mit Entscheidungsgewalt, sondern es gab eben Privatpersonen und Clans, die jeweils nicht eine dominante, irgendwo keine einzelne, eine dominante Stellung eingenommen hat und aber nichtsdestotrotz nicht ständig die miteinander im Krieg standen oder jedenfalls auf gar keinen Fall in irgendeinem Vergleich zu sehen sind wie das, was wir hier im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Und es gibt auch andere Beispiele, es gibt Arkadia und da kann sich ja jeder sich anschauen, ob das geschichtliche Beispiele sind, die aus denen diese Dynamik, die ich beschrieben habe, ersichtlich sind. Es wird auch, ist gerade in Arbeit, ein Beispiel, nämlich in Island gab es auch diese über Jahrhunderte hinweg, diese Dynamik, wo es keine einzelne letzte Instanz gab. Und das wurde tatsächlich auch vom David Friedman
ausgiebig untersucht. Das kann man sich ja auch heute unabhängig von den Artikeln auf den Marktradikalen nochmal anschauen. Aber ja, das sind die geschichtlichen Beispiele, die man anführen kann und die der Zuschauer, der Geneigte, entsprechend sich anschauen kann. So, kommen wir. Achso, wenn ich darauf antworten darf, ich möchte dem Zuschauer das tatsächlich nahelegen, denn diese Beispiele basieren entweder darauf, dass die Bevölkerung so dünn ist wie in Island, dass man sich einfach überhaupt nicht begegnet, was Konflikte reduziert, was einfach dazu führt, dass man de facto die meiste Zeit lokale einfach Gewaltmonopole hat, oder aber diese Systeme basieren darauf, weil sie feudal sind, dass es de facto eine Art feudalen Rat feudale Übereinkunft gibt. Also wenn du kurz zu den Folien zurückgehst mit, ich glaube, Kasparia war es, das in Italien, ne? Dann haben wir schlicht und ergreifend, Kospar, genau, haben wir schlicht und ergreifend so eine Art Institution Ältestenrat. Und gerade da es ja eigentlich uns Freiheitsfreunden um die Freiheit des Einzelnen geht, möchte ich auch die Leute bitten, sich diese Modelle wirklich genau anzugucken, denn es sind immer Clan-Modelle, genau wie im heutigen Afghanistan, im Bergland, wo der einzelne Mensch scheißegal ist, wo er Verfügungsmasse der großen Blutsippe und Blutgemeinschaft ist, wo ja auch tatsächlich quasi gehandelt wird, wenn die Clans in Konflikt kommen und aufgeopfert wird. Also wo sozusagen nicht das individuelle Recht gilt, sondern nur das Recht des Clans und der Clan die entscheidende Instanz ist und nicht der Einzelne. Wenn wir nach diesem System gehen und aus meiner Sicht behaupten, dass das Freiheit ist, dann könnte man als Beispiel zum Beispiel auch das historische, in der Bibel geschilderte Israel oder so nehmen, das eine ähnliche Sozialstruktur hat vor der Königszeit. Nur das sind keine friedlichen Gesellschaften, das sind keine Gesellschaften mit gutem Eigentumsschutz. Und es sind auch alles Modelle, die ja faktisch historisch nicht überlebt haben, anbei. Aber ich würde diese vormodernen Systeme, die überkomplett anders funktionieren als alles, was wir heute kennen, nämlich als riesige patriarchale Clans, in denen der einzelne Mensch nichts zu sagen hat, in oftmals extrem dünn besiedelten Gebieten, überhaupt nicht als Beispiel dafür nehmen, dass man so heute eine Gesellschaft aufbauen könnte. Das mag irgendwo in Sibirien vielleicht noch halbwegs funktionieren, wo die Leute ausreichend patriarchal, tribal, rückständig vielleicht sind, so in der Denke, hier und da. Und wo die Bevölkerung dünn genug ist, aber in Berlin-Mitte wirst du mit diesem System von alter Patriarch, der über seine gesamte Blutsippschaft verführt und die wegtauscht bei Bedarf zur Konfliktlösung oder so, wirst du garantiert nicht weit kommen. Und deshalb bin ich der Meinung, sehr gern diese Beispiele angucken. Ich rufe die Leute auch auf, sich auch in Irland anzugucken, wie viele Schlachten es gibt. Man kann einfach in die Wikipedia-Liste gucken, durch die gesamte Geschichte in Irland hindurch. Dass es also eben nicht unbedingt so unglaublich friedlich war, auch in dieser Zeit nicht. Das ist sozusagen von meiner Seite ein Beispiel. Also ich schließe mich der Folge, deiner Forderung völlig an. Guckt euch diese Beispiele genau an. Guckt, wie viel Rechte das Individuum, der Einzelne in diesem System hatte, wie er Selbsteigentum hatte, Eigentum über seine Güter und darüber frei, persönlich und individuell verfügen konnte. Ich würde nur darüber, also Dissens gehen, dass das tatsächlich das relevante Kriterium ist. Also es geht ja vor allen Dingen darum, die Dynamik. Ja, also ich beschreibe ja auch die Dynamik bei dem Fußballspiel, ja, also die gegenseitige Interessenverfolgung und die Anreize, die da sind. Ich behaupte, na, der Mensch entwickelt sich fort, die Zeitpräferenz ändert sich im Verlaufe der Zeit und das Verständnis darüber, was tatsächlich im eigenen Interesse ist, das ändert sich auch. Der Einzelfall mag ja tatsächlich so sein, dass es in der Vergangenheit mehr Konflikte gegeben hat. Aber es ist eben diese Dynamik da beim zu betrachten, beim Begutachten der einzelnen Beispiele. Und es gab eben keine Monopol letztendliche Entscheidungsgewalt. Und ja, da, naja gut, der Zuschauer kann sich ja das entsprechend anschauen. Ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich wieder Lust, das Gegenargument zu bringen, aber ich glaube, dann kommen wir hier gar nicht erst zum Schluss. Und deshalb würde ich mich anschließen, wie gesagt, der Zuschauer selbst entscheiden, inwieweit individuelle Rechte, inwieweit auch Dynamik für ihn entscheidend sind und was er für greifbar hält. Genau, so, dann bedanke ich mich schon mal. Wir haben hier ein paar Literaturreferenzen. Ich glaube, für dich ist Anarchy, State und Utopia das relevante Buch, was man lesen kann. Gibt es es auch als PDF? Das gibt's, also ich habe es irgendwo als PDF gefunden, also man kriegt es sicher auch als PDF ergoogelt auf jeden Fall. So habe ich, bin ich auf jeden Fall auch dran gekommen. Es ist so eine Mittelempfehlung, weil ich finde, also Neusig wird sehr gelobt für seinen Schreibstil. Ich persönlich mag seinen Schreibstil nicht so, aber seine Kernargumentation ist einfach gut und ich würde sagen, auch aus Anarchistensicht ist er sehr fair, weil seine Kernargumentation ist, wenn man irgendwie eine Art von Staat haben will, muss man sozusagen zu Recht erstmal die Anarchie widerlegen und darum geht es in weiten Teilen in diesem Buch.
Und deshalb glaube ich, also man kriegt das als PDF. Und wie gesagt, bei David Friedman habe ich ja selber schon gesagt, dass er sehr gut lesbar ist und eine interessante Perspektive gibt. Genau, also wenn ich ein PDF finde, dann werde ich es in der Beschreibung vom Video verlinken. Ansonsten muss man sich entsprechend in der Buchfachhandlung seiner Wahl schauen, ob man da irgendwie drankommt. Ansonsten gibt es von der Anarchistenseite her ein altes, traditionsreiches Buch, The Market for Liberty von Morris und Linda Tannehill. Und wie du schon referenziert hast, von David Friedman, die Machinery of Freedom. Dann gibt es noch ein neueres Buch, was von Robert Murphy, der einen praxeologischen Ansatz ja verfolgt, wo eben in zwei kurzen Essays eben der Privatrechtsansatz nochmal skizziert wird. Oh, das soweit. Kann ich noch gar nicht. Das ist auch als PDF verfügbar. So, dann bedanke ich mich, Max, für den sehr zivilisierten Austausch. Man muss sich ja nicht gleich an die Gurgel gehen, wenn man Meinungsverschiedenheit hat. Und insofern ist das fand ich sehr bereichernd hier mit dieses Gespräch. Ich hoffe, es hat den Zuschauern auch gefallen. Das hoffe ich auch und ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und ich würde sagen, auch wenn wir doch uns sehr uneinig sind, haben wir es doch geschafft, glaube ich, sehr zivilisiert zu diskutieren. Es war mir eine große Freude und ich glaube, wir sind auch sehr sachlich geblieben und ich hoffe, der Zuschauer kann dadurch auch Erbauung finden in seiner intellektuellen Reise. Danke dir auf jeden Fall. Danke auch und tschüss.